So, dann mache ich mich mal kleiner und dann geht's los mit dem Video. Oh, oh, oh. Da. Browser. Okay, wer von euch kennt das Video schon? Denn das ist tatsächlich ein bisschen älter. Vor 3 Monaten. Oh mein Gott, das ist ja super alt. Besser spät als nie. Aber ich glaube, ich habe es ziemlich dann geguckt, als es rausgekommen ist. Und deswegen könnte ich da einige Gedächtnislücken aufweisen, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, wir gehen ins Video rein und vielleicht schaffen wir heute noch ein bisschen BG3 zu spielen. Ich freue mich schon. Leute, also ich kenne das Video nicht. Sehr schön, zumindest einer im Chat. Sehr gut. Dann legen wir mal los. Ich mag die Videos von Rezo sehr, sehr gerne. Ich finde, der kann das voll gut. Es ist super kalt geworden und da dachte ich mir neulich, ich kann ja mal was backen. Also habe ich nach Rezepten geguckt und dieses Reel hier gefunden. Also sie möchte was so Snickers-mäßiges backen. Aber mein Freund, der schickt mir übrigens die ganze Zeit, also das heißt die ganze Zeit immer mal wieder so super geile Rezepte von Instagram, die vegan sind. Und die sehen so tasty aus. Die müssen wir unbedingt alle mal nachbacken. Backen. Datteln waren dabei. Das ist jetzt... Erdnussbutter. Erdnussbutter ist dabei. Und als ich das gesehen habe, habe ich... No, das war so... Oh, das war schon so komisch. Aber wer kann denn mit so Rezepten was anfangen? Angenommen, ich würde das jetzt wirklich nachbacken wollen. Das hat mir jetzt noch gar nichts gesagt. Ich habe was verstanden. Ich habe was verinnerlicht. Nämlich, ich will gar nicht backen. Backen wird mich nicht erfüllen im Leben. Nee, das nicht. Die für mich backt. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist sogar... Das ist voll Pfeifert. Warum selber backen, wenn man sich doch einfach eine Frau suchen kann, die das macht? Oh mein Gott, ich glaube, das mache ich auch. Relativ schwierig, weil, wie wir alle wissen, Frauen halt schon meistens ziemlich kompliziert sind. Aber ich habe die Lösung dafür gefunden. Ich bin super kompliziert. Ich habe auf TikTok endlich Frauen gefunden, die einfach anders sind als der Rest. Guck mal, zum Beispiel hier. Ja, anders als der Rest. Na, so, wo finde ich diese Frauen? Ich will auch so eine haben, die nicht so ist wie ich, ja? Die nicht so zickig ist wie ich, die nicht so kompliziert ist wie ich, die nicht Tausende von Euro für YouTuber-Models ausgibt, so wie ich. Ja, Rezepte, in Anführungszeichen. Das ist so gemein, wenn die halt auch nicht die genauen Measurements und so da reinschreiben. Warum mich Männer so sehr mögen? Leute, aufpassen, warum mögen sie Männer so sehr? Willkommen zurück, Flo. Du bist genau richtig. Guck mal, sie sagt, warum Männer sie so sehr mögen. Mhm. Weil sie natürlich... Okay. Findet ihr das echt schlimm, wenn Frauen Make-up tragen? Die meisten Männer sagen das, aber actually ist es nie der Fall. Make-up macht ja schöner. Das, was die meisten Männer finden, ist einfach, wenn sie übertrieben viel Make-up drauf haben. Also... So ein bisschen aussehen wie ein Paradiesvogel, aber so ein bisschen Make-up. Sieht doch immer nice aus. Ich weiß gar nicht. Kann man das hier googeln? Ach, keine Ahnung. Aber ihr kennt doch wahrscheinlich diese Vorher-Nachher-Bilder, wie toll sie mit Make-up und ohne Make-up aussieht. Und das ist ja auch der Sinn davon. Und sie trägt übrigens auch Make-up, das sieht man. Sie ist nicht komplett ungeschminkt. What the fuck? Natürlich ist nicht so Make-up-fake, weil sie eine positive Ausstrahlung hat, weil sie unkompliziert ist und weil sie offen kommuniziert, dass sie einfach mal Bock auf Sex hat. Oh Mann! Nice! Sie ist die Einzige auf dieser Welt. Sonst gibt es keine wie sie. Ja, also ich weiß nicht. Make-up ist halt Kunst und I don't know. Also ich denke mir halt immer so, wenn das die Person richtig freut, sich zu schminken, wenn ihr die ganze Prozedur super viel Spaß macht, wenn es ihr Spaß macht, sich neu zu erfinden und so, dann ist mir das Wissen darüber, dass ihr das einfach so viel Freude bereitet, so viel wichtiger als die Tatsache, ob ich es jetzt actually auch für mich schön finde oder nicht. Ich würde... Also hätte ich jetzt zum Beispiel eine Freundin und die würde es total abfeiern, sich super ausgefallen zu schminken, weil ihr das einfach voll viel Spaß macht.
Ich würde ihr das im Leben nicht madig reden wollen und sagen, oh mein Gott, das ist jetzt aber too much oder so, sondern mach einfach, wie du willst. Wenn, also, ist natürlich doof, wenn sie es nur macht, weil sie so super insecure ist oder so und wenn sie einfach denkt, dass sie ansonsten verhässlich ist, aber wenn sie es halt wirklich so als Kunstform ansieht, dann auf jeden Fall so lassen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, Noemi. Wie trifft man sie? Genau, sie. Das ist eine YouTuberin, die gucke ich super gerne. Und wie ihr sehen könnt, sie hat halt auch immer so richtig ausgefallenes Make-up. Und sie kommt übrigens auch aus Berlin, macht aber englische Videos. Und da würden wohl die meisten auch sagen, jo, das ist too much, das ist zu viel, das gefällt mir nicht, was auch immer. Aber sie macht es ja halt so, weil das ihre Leidenschaft ist und weil es ihre Kunst ist. Und wenn sie gerne so rausgeht, auch gerne so einkaufen geht, ich würde das nie im Leben madig reden wollen. Never ever. Ich bevorzuge Frauen, wie Gott sie schuf. Also naked. Wirklich? Ich nicht, tatsächlich. Ich mag Frauen eher, wenn sie Kleidung tragen. Aber auch Männer. Ich mag ganz nackig sein nicht so gerne, tatsächlich. So schön eingepackt finde ich besser. Das ist Make-up von sich haben, der aussieht wie eine Frau mit Make-up. Also gut, also jeder kann da natürlich seine eigenen Vorlieben haben und so weiter, aber ich kann es halt nur aus meiner Sicht sagen, dass mich jetzt eine Frau, die wirklich extrem krass auf Make-up abfährt oder auch ein Mann von mir aus, gar nicht stören würde. Also wirklich überhaupt nicht. Solange sie es halt macht aus künstlerischen und sonstigen Gründen, wo es ihr einfach nur Freude bereitet und nicht, weil sie irgendwie Selbstwertprobleme hat, dann natürlich, ja. Dann sollte man woanders dran arbeiten. Aber egal, gucken wir weiter. Nicht mal eine Frau. Darf ich vorstellen, die Traumfrau. Und weil du ein Hammerlächeln hast, du bist wunderschön und hast einen perfekten Körper. Ja, wanderte innerhalb von Millisekunden komplett an den Arsch. Oh mein Gott, endlich. Hä, aber das scheint ja voll gut anzukommen. Also richtig gut. Männer scheinen das ja voll zu feiern. Also ich weiß nicht, ob bei diesen ganzen Alpha-Männer-Videos, die so kursieren, auch super viele Frauen drunter geschrieben haben. Endlich spricht es mal jemand aus, aber hier, da scheinen die Männer ja voll drauf abzufliegen. Abzufliegen? Abzufahren. Drauf abzufahren, so. Das ist natürlich okay. Jeder hat da so seine Vorlieben. Schminkt mich und ich bin die neue Solara. Oh Leute, Make-up macht so viel Spaß. Make-up ist so toll. Glaubt mir. Wenn auch ein bisschen teuer, wenn man sich Gutes holt. Ich meine Frau, die nicht so kompliziert ist oder so fake-Make-up-mäßig ist wie die anderen Frauen. Alle dazu anderen sind hat sie so. Auch noch Bock auf Sex und kommuniziert das. Huh. Okay, ganz kurz. Das hat schon spürbare Pick-Me-Vibes, oder? Das ja, bilde ich super mir jetzt ein. Also Pick-Me kennt ihr ja, das ist, wenn Frauen zeigen wollen, dass sie nicht so sind wie die anderen Frauen. Nicht so zickig, nicht so kompliziert. Mhm. Und damit wollen sie halt obviously attention. Das geht übrigens auch andersrum, dass man nicht sagt so, hey, ich bin so toll, weil ich bin so anders als die anderen, sondern dass man eben sagt, keiner will mich, weil ich bin so anders als die anderen. Zum Beispiel. Also, pick me bedeutet ja so quasi, wähl mich. Und aus den ganzen anderen Leuten sollst du mich auswählen, weil ich bin so krass besonders, krass unkompliziert. So genau, wie du es haben möchtest. Und das ist halt schon ein bisschen cringy. Ich bin nicht so eine, genau. Genau so. Wie sie hier. Männer wollen mich nicht, weil sie blond ist. Liebe Grüße von Elliot Roger, der die ganze Zeit nur von blonden Frauen geschwärmt hat. Also für die Leute, die ihn nicht kennen, Elliot Roger war ein Amokläufer in den USA. Und er hat, also das Einzige, was er im Leben wollte, war eine Freundin, die blond ist. Und weil er die partout nicht kriegen konnte, hat er einen Amoklauf gestartet, hat mehrere Leute getötet. Und ja, genau. Ich glaube, es gibt so viele Männer, die mögen einfach keine Blondinen, ja. Auch bei mir. Die ganzen Männer, die mich angesprochen haben, ja, auf den zweiten Blick, oh mein Gott, du bist ja blond, und sind dann direkt wieder abgehauen.
Genau, die Erfahrung habe ich auch immer gemacht. Fußball, Ey, kann ich verstehen. Wer von euch mag Fußball? Ich hasse Fußball wirklich. Ich finde Fußball so unglaublich langweilig. Das ist gar nichts für mich. Na, das ist so. Bei mir auf der Arbeit reden die über fast nichts anderes, by the way. Das ist super ätzend. Man kann fast nicht mitreden, weil es immer nur um Fußball geht. So sad zu sehen. Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie kein Mann möchte. Wir wissen alle, blonde Frauen, die Fußball mögen, werden verstoßen in unserer Gesellschaft. Hugo, wie heißt du? Ich bin blond und mag Fußball. So muss ich dich leider rausholen. Ja, verstehe ich. Die wahre marginalisierte Gruppe sind blonde Frauen, die Fußball mögen. Und ganz kurz an der Stelle, in diesem Video geht es zwar um Pick-Me-Girls, aber natürlich gibt es den Gegenpart auch bei Männern. Hier ist zum Beispiel einer, der auch keine abbekommt, aber er weiß auch warum. Warum bekommt er keine ab? Ich bin gespannt. Selbst spielen, okay, ich aber schauen, nee, Fußball, ja, es ist, I don't know, ich habe den Hype darum nie verstanden, aber es ist ja super gehypt, also irgendwie, check ich es halt einfach nicht, was daran so toll sein soll, aber ich habe dem auch nie wirklich eine krasse Chance gegeben, aber will ich auch gar nicht. Ich habe so viel anderes zu tun, als Fußball abzufeiern. Nee, will man nicht, weil die sind ja dumm. Ja, stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Die blonde Haarfarbe, die ist direkt mit dem Hirn gekoppelt. Deswegen sollte man sich keine holen. Diese Lache. Ja, ey. Also Hugo gucke ich nicht wirklich, aber ja, die ist sehr einprägsam. Warum ich kein Mädchen will. Oh no. If I can't have you. Weil er zu klein ist. 1,80? Ist doch in Ordnung, oder? Weil ich 1,80 bin. Weil ich schnell antworte. Aber ich hasse das, ne? Ich warte lieber 3 Tage auf eine Antwort. Wenn er schnell antwortet, direkt unten durch. And if you don't want me. Weil ich sehr eifersüchtig bin. Das okay, eifersüchtig mag ich es halt wirklich nicht. Das ist ein richtiger Abturner und da kann ich es verstehen. Das ist das Einzige, was ich gelten lassen würde, aber auch nur so halb, weil es genau dafür auch eine Nachfrage gibt. Aber ich verstehe den Typen sogar so ein bisschen, weil mich möchte auch keine Frau. Manche von euch glauben vielleicht so, ey, jetzt leicht bei Frauen zu landen oder so. Aber das ja, ist das glaube ich. Gar nicht so. Und warum an dieser Stelle kann ich vielleicht einfach mal ehrlich sein, warum mich keine möchte. If I can't have you, I don't want to abturn. Ein Auto. Ah, kuscheln. Sie hat es auch schwer. Warum mich kein Mann will. Sag's mir. Oh. Weil sie... Sie ist richtig gewalttätig. Ich antworte auch eigentlich immer, wenn ich eine Nachricht sehe, außer ich fühle mich nicht so. Dabei fällt mir ein, ich muss eigentlich noch jemanden schreiben. Dann mach das mal schnell. Aber du hast ja gerade gesehen, wenn du lange brauchst zum Antworten, dann ist es ja eigentlich was Gutes, ja, weil dann zeigst du, dass du hier der Alpha bist, du sagst, wann die Konversation weitergeht und die Frau, die kann sich mal ganz zurückhalten. Nein, Schatzi, ich bin nicht gewalttätig, nicht so wie diese Frau hier. Also wähl mich und lieb mich. Beides, Leute. Hä? Was laberst du? Du bist weich wie Wackelpudding. Ich kann so lange auf dich einschlagen, wie ich will. Da passiert gar nichts. Du bekommst immer deine ursprüngliche Form zurück. So, aber gucken wir mal weiter. Also sie scheint sehr brutal zu sein. Das ist schon ein Abturner, das stimmt. Also wegen dem Boxautomat? Oder will sie auf einer Metaebene sagen, dass sie gewalttätig ist und gerne... Ja. Menschen schlägt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner. Okay, wir haben jetzt jedenfalls gelernt, wie man keinen Mann abbekommt. Also nicht blond sein, nicht Fußball mögen, nicht Boxautomat, Boxen und so weiter. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie man einen Mann abbekommt. Wie kann man lernen, eine gute Frau zu sein? Ich will auch endlich eine gute Frau sein. Ich habe zwar schon einen Mann, aber ich will noch mehr Männer. Wie kriege ich denn noch mehr rein? I don't know. Aber ich werde es jetzt erfahren. Teach me. Zu sein, interessant zu sein. Ja. Für Männer. Gibt es da irgendwelche Tipps auf TikTok? Was hassen Männer am meisten? Also, was hassen blonde sie? Frauen, die Fußball mögen. Ständig dieses Gelaber von den Frauen. Das natürlich auch. Das Gelaber von den Frauen ist auch immer stressig. Einfach ich hab das Mund kurz vergessen. Okay, also diese Frau hier bringt anderen Frauen bei, wie die nicht so anstrengend sind wie die anderen Frauen.
Verständlich. Warum kann dein Mann sich bei dir nicht öffnen? Weil jedes Warum Mal, nicht? Wenn er es getan hat, du sein Vertrauen missbraucht hast und im nächsten Streit ihn ins Gesicht geworfen hast. Weil es ist mir wirklich noch nie passiert. Also mein Schatzi hat mir irgendwas erzählt und beim nächsten Streit wirf ich es ihm an den Kopf. Dafür streiten wir uns nicht genug. Würde ich nicht Nein zu sagen, ich wäre auch ein Hausmann, kein Problem mit, ich mach sauber, koche. Oha, voll nice. Aber das Problem ist, wo findet man so jemanden? Wo findet man eine Sugar Mami? Vielleicht gibt es da ja so Seiten. Also ich weiß, es gibt so eine Seite für Männer und Frauen. Also, wie heißt die denn? Ja, und ich kenne das nicht, weil ich da jetzt selbst drauf angemeldet bin. Okay, jetzt keine falschen Schlüsse ziehen. Ich glaube, die heißt irgendwie so Sugar Babes oder so. Und dann können sich Frauen dort anmelden und sich dann so Sugar Daddies suchen oder so. Das Mädchen nur... Ja, stimmt. Fuck. Aber was macht man denn, wenn man dann tatsächlich mal über 23 ist? Da kann man nur notschlafen. Sehr gerne, aber nur für VIPs. Es gibt Seiten dafür, aber nee, lass mal. Hä, aber du hast es noch nicht mal ausprobiert. Vielleicht ist es ja voll dein Ding, so eine Sugar Mami. Vielleicht gefällt dir das ja voll. Da hättest du viel mehr Geld. Ach Quatsch. Aber hören wir ihr weiter zu. Sie scheint richtig den Durchblick zu haben. Weil du als Frau dich emotional im Streit nicht in den Griff hast. Ey, endlich sagt's mal jemand. Zum Glück gibt es Frauen, die anderen Frauen erklären, dass Frauen das Problem sind. Damit die dann halt nicht so sind, wie alle Frauen sonst sind. Sie hat da völlig recht. Wir Männer haben es ja halt schon sehr schwer mit euch Frauen. Ja, weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Sie sagt gar nicht immer so krasse Sachen, aber ihre Message wirkt trotzdem immer irgendwie so abgefahren, deep, weil sie einfach epische Musik im Hintergrund haben. Über welche genau. Abhängigkeit sprechen wir denn hier? Sprechen wir hier über eine gesunde Abhängigkeit oder über eine ungesunde Abhängigkeit? Merkt ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn du so Musik irgendwo drunter tust, dann wird alles irgendwie die Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden und dann in einem großen Topf mit etwas Butter anschwitzen. Die Kartoffeln Geil. Schälen. Soll ich jetzt eigentlich auch immer hier als Hintergrundmusik so eine Musik laufen lassen, damit ihr denkt, ich gebe nur super episches Zeug von mir? Wärt ihr da dabei? Ich war schon auf so einer Seite, aber für das Weiße muss man bezahlen. Noch teuer, also nee. Ah, okay. Ja, ich glaube, das ist bei den meisten Single-Dating-Plattform-Seiten, also für die Frauen in der Regel umsonst, weil es gibt halt nicht so viele Frauen, wie es Männer gibt. Also wäre ein Frauenüberhang oder Überschuss da. Dann würde es natürlich für die Frauen Geld kosten und nicht umgekehrt, aber da halt mehr Männer suchen, ist es halt für die Männer teurer oder kostet halt überhaupt Geld. Und ja, das kann ich dann verstehen. Ich glaube, bei super vielen sind diese Dating-Seiten auch die übelste Abo-Falle und so. Also ich würde es auch nicht empfehlen, mich da ernsthaft, keine Ahnung, anzumelden. Klingt sehr fremdschämend. Hä, aber das würde doch zu meiner Vermarktungsstrategie passen. Rumpolter. Sie macht die Tor. Nice. Wir können es ja mal probeweise ausprobieren. Weil ich finde, so wie er gerade das Rezept vorliest, ist das schon richtig, richtig cool. Kleine Würfel schneiden und dann dazugeben. Rote Linsen natürlich ebenfalls in den Topf und dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Nein, Spaß. Ich will mich gar nicht über diese Frau hier lustig machen, weil sie sagt ja obviously nur gute Sachen. Und sie sagt eben auch den Frauen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wie soll dein Teach Mann me. In eurer Beziehung der Mann sein, wenn du ständig als Frau seine Rolle übernimmst? Umso mehr du als Frau in der Rolle des Mannes bist, umso mehr stößt du deinen Mann ab. Ja. Ich finde das halt so spannend, weil in manchen Sachen, oder ich würde tatsächlich sagen, ist es so richtig 50-50, da will mein Freund gar nicht alles entscheiden oder immer so, keine Ahnung, die Wurst auf den Tisch legen und sagen, wo es jetzt lang geht oder so. Hä? Zum Beispiel, wenn es irgendwie ums Essen geht oder keine Ahnung, wo wir wann was machen. Da ist es eher so, nee, entscheid du, nee, ich will aber nicht entscheiden.
Entscheid du lieber. Von daher, ja. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wie sagt man denn? Nee, man legt nicht die Wurst auf den Tisch. Hey, Sefero, willkommen im Stream. Nee, warte. Ja, aber irgendwas legt man doch auf den Tisch. Wie geht denn das deutsche Sprichwort? Warte, das war nicht die Wurst. Es war die Faust? Legt man die Faust auf den Tisch? Die Salat? Doch, doch, die Wurst. Kann ich den Spruch jetzt immer benutzen oder was war denn nicht falsch? Das ist ja wie so eine Kompassnadel. Da geht's lang. Mann, ey. Also deutsche Sprichwörter, da kommt doch jeder voll durcheinander oder so. Naja, gucken wir weiter und vergessen das ganz schnell. Dankeschön. Ja, richtig. Finde als Frau deine Rolle als Frau. True, die Frau soll ja nicht seinen Part übernehmen. Also sie hat ja ihre eigenen weiblichen Aufgaben. Die richtig Aufgaben. Weiblichen, femininen. Ich bin super gerne feminin, by the way. Auf den Tisch. Ja, genau, der kann auch noch auf den Tisch. Aber was sind denn jetzt meine weiblichen, femininen Aufgaben? Ich check das nicht so. Der Frau halt. Und welche das zum Beispiel sind, zeigt uns auch die Dame im nächsten Clip. Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich... Also nicht arbeiten gehen zu müssen, wäre für mich halt schon übel nice. Aber dann würde ich mich doch nicht schminken. Warum denn auch? Hübsch für ihn, rollen die Wohnung auf. Das finde ich wichtig, dass sie das macht und sich an dem Tag auch achtmal umzieht. Und dann ist meistens krass. Auch schon Mittagszeit, also bereite ich... Ich habe das nicht zusammengeschnitten hier gerade, ne? Warte, eins, auf und bereite ihm schon mal zwei, zu. Und ja, dann geht's eigentlich auch schon drei, ganz alltäglichen... Boah, ey, aber wie viel Geld hat die denn bitte schön? Also klar, ich meine, wenn der Mann halt so viel verdient, dass man in so einem Haus leben kann, mit so einer Aussicht und man es sich leisten kann, täglich achtmal oder was weiß ich, wie oft die Klamotten zu wechseln, dann würde ich aber auch eine Hausfrau sein. Fuck, ey, und wahrscheinlich verbrennt sie die Klamotten noch im Nachhinein, statt sie zu waschen und kauft sich einfach neue. Vier Aufgaben. Und dann ist meistens fünf, auch schon Mittagszeit. Sechs? Also bereit. Wie viele Outfits hat sie in einem Tag an, Dinger? Ja, das ist ein ganz schön vieler Outfitwechsel, aber ich kann es auch verstehen. Wenn man viele schöne Klamotten hat, dann will man die auch alle tragen. Vielleicht sollte ich das auch machen, dann könnte ich euch auch neue Pieces zeigen vom aktuellen Sparkdrop, der jetzt, genau jetzt, draußen ist. Was für ein Timing! Es gibt ein paar neue Pieces. Also ich muss euch sagen, ich habe noch nie so Merch von irgendwem gekauft. Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Also es gibt schon, auch das hier sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber es gibt schon viel Merch, wo ich sage, dass der voll gut aussieht, aber irgendwie kaufe ich mir den trotzdem nicht, weil meistens so ein T-Shirt oder so 30 Euro kostet und das ist mir dann halt zu viel. Wie alt sind wir da? Also ich meine, wie häufig reagiert denn oder guckt sich schon jemand gemeinsam... ein Video im Stream an, was so 3 Monate alt ist. In der Regel guckt man sich halt eins an, was höchstens ein paar Tage alt ist oder eine Woche oder so. Zum Beispiel das Spook-Shirt mit so einem süßen, flauschigen Stick vorne drauf und auch noch einem Backprint, feiere ich übelst. Dann gibt es den Torn-Hoodie, den ich das ganze Video schon getragen habe, mit so einem Chest-Label vorne drauf. Das gleiche auch nochmal als weißes Shirt mit der Naht so in der Mitte. Und neu ist auch hier die Wire-Kette in schwarz. Dazu gibt es verschiedene... Also die Kette wäre jetzt nichts für mich, aber ich finde... die T-Shirts und die Pullis sehen schon gut aus. Redrops, zum Beispiel vom Melting Smile Shirt oder vom schwarzen Wire Hoodie. Den haben sich so viele von euch gewünscht. Alles genau jetzt draußen. Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch und weiter geht's mit dem Video. Boah, das ist echt... Was ich halt auch so cool finde, eigentlich an seinem... Jetzt hat er sein Outfit gewechselt. An seinem Merch ist, dass er halt nicht irgendwie groß draufsteht Rezo oder so, sondern er hat halt so einen eigenen Markennamen und... muss man sich nicht unbedingt als Rezo-Zuschauer outen, wenn man ihn unterstützen will mit dem Merch. Ich benutze keinen Internet Explorer, what the fuck? Sieht aus wie ein Boomer. Okay, vielleicht manchmal. Ha? Das ist nicht einfach so das Leben als Pick-Me. Also ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich nicht so nervig rumlaber, nicht so Fake-Make-up trage, auch häufiger mein Outfit einfach wechsle, obwohl...
Da muss ich ja alles waschen. Aber das ist voll anstrengend, Digga. Meine Waschmaschine, die hat WLAN. Alter, ich verstehe die bis heute nicht. Da muss man dann alles so reintun und dann wieder rausholen und dann aufhängen und dann abhängen. Eine Frau schlimm checkt deine Wäsche und wenn sie schmutzig ist, dann wäscht sie sie. What the fuck? Wer macht denn so einen Scheiß? Wasch sie dir doch selbst. Nee, Quatsch. Bei uns ist das eigentlich auch ziemlich gut aufgeteilt. Oh mein Gott. Jetzt können wir weiter gucken. Übrigens finde ich die super hübsch. Ich finde, die sieht richtig krass aus. Die sieht ein bisschen aus wie Megan Fox, bevor sie operiert wurde. Ich finde die voll schön. Würdet ihr sagen, dass hier ist zu viel Make-up? Weil ich finde gar nichts. Ich finde die voll krass. Ich bin Fan no Make-up. Aber die ist echt hübsch. Die ist super hübsch. Auch die Augenfarbe und so sieht total krass aus. Oh, true. Mhm. Es gibt ja Frauen, die können mir die Wäsche waschen. Aber genau diese Masche. Pfeife. Ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Ich wasche dir deine Wäsche. Scheint auch wieder gut anzukommen. Bitte mehr von dieser Sorte. Puh, stark. Heiraten direkt. Gar kein Grund, ihr fremd zu gehen. Nicht mal ein Funken. Also warte, der... No, also wenn ich die Wäsche von meinem Schatz nicht wasche, dann hat er einen Funken Grund, mir fremd zu gehen, oder was? Das ist natürlich tragisch und das sollte ich zu verhindern wissen. Kommentar sagt ja praktisch, wenn sie nicht ordentlich die Wäsche waschen würde, hätte ich Bock, andere Frauen zu f***en. Aber weil sie die Wäsche fleißig wäscht, habe ich gar keinen Bock, andere Frauen zu bangen. Ne, nicht mal ein Funken. Das sind halt so Männer, die kriegen die ganze Zeit die Wäsche von ihrer Mama gewaschen. Auch wenn sie ausziehen, dann stopfen sie die ganze dreckige Wäsche in irgendeine Tüte. Bringen sie dann zur Mutter und lassen sie dann von ihr waschen. Und die wollen quasi die Mama 2.0 haben, wenn sie dann eine Freundin oder eine Frau haben. Still a better love story than Twilight. Behaupten manche Leute noch, dass es wahre Liebe nicht mehr gibt. Aber auch, wow, das ist eine Frau. So geil echt. Direkt heiraten. Lieber eine waschgierige als eine ganz schwierige. Leute, was wollt ihr? Wollt ihr lieber eine waschgierige oder eine ganz schwierige? Waschgierige, Alter, manche Männer, ey, ich komme nicht drauf klar. Sind das hier Wörter? Geil, ich lieb's. Aber ey, der Plan geht auf. Diese Frauen haben ja diesen Part mit Aufmerksamkeit von Männern gut verstanden. Männer springen da erstaunlich gut drauf an. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Dorf. Was ist das denn? Kjell, wo hast du den denn rausgefischt, ey? Holy shit. Lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme. What the actual fuck, ey? Dein Lebensmotto, oder? Aber ich finde, das hat schon Fünkchen Wahrheit im Kern, aber nur ein ganz klein. Oh no. Also die dribbeln uns auf Ebenen, dagegen können wir uns gar nicht wehren. Wo ich das wirklich auch faszinierend fand, war bei der Stella. Ihr erinnert euch an die Frau vom Anfang? Also wie ihr Content auf manche Arten von Männern wirkt. Also Leute, normalerweise habe ich ja nie Probleme mit Hate-Kommentaren. Ne? Ist ja sehr gut so. Aber jetzt geht's mir einfach ein bisschen zu weit. Ich höre jetzt zum 1000. Mal, dass ich Grund für die Erderwärmung sein soll. Und das geht mir so langsam echt nah. Ne? Also ich bin zwar hot, hier nochmal der Beweis, aber eine ganze Erde kann ich auch nicht alleine erwärmen, ne? Oh, dieser Cringe. Ich hab so Gänsehaut, oder? Ruf den Notarzt. Hilfe. Kann ich atmen, der Cringe? Oh mein Gott. Die ist hart, die ist hässlich und oder. Echt, findet ihr? Boah, also ich finde, die sieht aus wie ein Engel. Also, no joke, ich finde die wirklich hübsch. Also, sie ist total mein Typ. Aber, das, was sie sagt, das irgendwie führt das dazu, dass ich sie doch nicht mehr so hübsch finde. Das macht irgendwie alles kaputt. Ich glaube, daran liegt's, Leute. Ihr findet sie nicht so hübsch, weil sie einfach so was Komisches von sich gibt. Und nicht, weil sie actually nicht hübsch ist.
Ihre Augenfarbe ist nice, sie hat ein schönes Gesicht, aber so selbstverliebt, wie sie von sich redet, dass sie für die Erderwärmung zuständig sein soll, das ist natürlich anders unvorteilhaft, nennen wir es mal so. Hässlich und unangenehm. Mir nicht, finde sie so auch nicht hübsch. Wirklich nicht. Aber gut, Geschmäcker sind unterschiedlich, da haben wir nicht denselben Frauengeschmack. Aber holy shit, das ist, Aber warum merkt man so etwas denn nicht? Ich meine, sie wird das ja noch irgendwie zumindest einmal noch angeguckt haben, bevor sie es hochgeladen hat. Da muss man das doch merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Egal. Du weißt, aber eine ganze Erde kann ich auch nicht alleine erwärmen, ne? Dieses Lachen, ey. Was sagen die Kommentare zu diesem Banger von einem TikTok? Jetzt weiß ich, wer schuld ist. Warum ich im November noch mit T-Shirt rumlaufen kann. Na, danke dafür. Oh Gott, du bist so unfassbar süß. Der Clip ist so witzig und dein Lächeln zum Schluss haut mich mal wieder richtig um. Und dann wurde der hier gemacht. Aber volle Kanne. Hot, sagen wir. Oh no, diese ganzen Männer, die feiern das auch noch. Und keiner von euch feiert das wirklich nicht? Hä? Oder meint ihr, die feiern das nicht wirklich und die denken, wenn sie jetzt was Liebes schreiben, kommen sie in ihr Höschen rein? Nee, oder? Also ich find's ja eigentlich gut, dass sie so Kommentare bekommt. Ich meine, das ist ja eigentlich was Nettes, aber das koppelt sie leider umso mehr von der Realität ab und das ist, glaube ich, in ihrem Fall nicht so gesund. Eieiei. Also würde die Dame 1000 Sonnen heiß sein, wäre die Erderwärmung schon vorüber, die Erde weg, das stimmt. Ich glaube, das darf man nicht so wörtlich nehmen. Da gehe ich fast stark davon aus. Solche Kommentare kann man eigentlich überall lesen, aber was ist der Sinn dahinter? Die können sich doch auch diese Zeit sparen, oder nicht? Wenn sie es halt nicht wirklich so meinen. Du strahlst wie 1000 Sonnen. Wenn ich dich sehe, wird mir auch warm ums Herz. Hm? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Eiswürfel im Glas hatte, bevor ich das Video geschaut habe. Versteht ihr? Weil sie so hot ist. Also bevor jetzt jemand von euch sagt, dass dieser Content von Stella manchmal so ein bisschen unangenehm ist, sie scheint ja einen Effekt zu haben auf diese Art von Männern. Und vielleicht ist es genau... Ja, das ist es ja. Ich meine, hätte sie so Videos gemacht und die Kommentare wären voll mit bist du cringe, denn da hätte sie ja sofort aufgehört. Aber das scheint ja richtiger Banger zu sein, Leute. Leute, bitte... Hört doch auf, ständig zu sagen, im Sommer ist es nur so heiß, weil ich da im Top rumlaufe, okay? Ich kann nicht die ganze Erde alleine. Die Menschheit ist halt verloren. Also manche auf jeden Fall. Nicht alle, aber die hier schon. Oh nee, also der Cringe, der sitzt noch tief unter der Haut. Ich weiß nicht, wie ich den wegbekommen soll. Vielleicht mit einer Stahlbürste unter der Dusche schrubben oder so. Das könnte helfen. Oh, ihr Ziel. Vielleicht ist sie strategisch da viel weiter als wir. Sie spielt schon so 4D-Schach und wir rallen es nicht mal. Vielleicht? Ja, vielleicht. Aber auch nicht, ne? Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Leute, also mit Spucke und Geduld bekommt man alles rein. Hin. Ich meinte natürlich hin. Hat sie nicht gerade gesagt. Oh Gott, dieser Versprecher, der ja so unbeabsichtigt war. Oh no. Oh no. No, no, no. Ich habe ein Glas Wasser vor meinen Bildschirm gestellt. Ist jetzt weg. Hast du das getan? Ja, ich habe es heimlich ausgeschlürft. Nee, warte, wie geht das? Es ist verdammt, weil ich so heiß bin. Genau, ich trinke nicht andere Leute Becher einfach so. Ich gehe auch nicht durch die Stadt und trinke einfach aus Dosen, die da rumstehen. Mm-mm, das habe ich nie getan. Würde uns alle schwer. Genau. Und dann noch dieses Hihihi, ja. So richtig, das war ja voll keine Absicht.
Oh mein Gott, jetzt habe ich etwas total Zweideutiges gesagt. Wie konnte mir das nur rausrutschen? Aber es scheint jetzt zu klappen. Und ja, ich weiß nicht, was ihr hält, aber ich finde auch da sieht sie eigentlich voll süß aus. Ich finde die voll hübsch. Aber ich wünschte, sie würde andere Dinge sagen. Dann würde ich sie noch viel, viel hübscher finden. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt. Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Nicht ihr Ernst, dass die das gerade gesagt hat. Also, ich persönlich glaube, dass sie das eben gesagt hat, aber es gibt auch noch genug andere Pick-Me-Girls auf TikTok. Schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Ich finde übrigens den Ausdruck Pick-Me gar nicht so easy klar abzugrenzen. Zum Beispiel dieses Reel hier. Du bist eine gute Freundin und kümmerst dich um deine Freunde, wenn es ihnen schlecht geht. Also sie guckt ihre... Okay, das habe ich... Hä? Du bist eine gute Freundin, kümmerst dich um deine... What? Nee, ich verstehe es gerade auch nicht. Also vor allen Dingen Freunde. Ist sie in einer polygamen Beziehung oder was? Weil das sieht ja aus, als ob sie denen halt einen blowt. Und wenn es denen schlecht geht, geht sie dann zu allen männlichen Freunden. Ich glaube, das kann man nur, oder auch weiblichen, keine Ahnung, hin und gibt denen einen Blowjob oder was? Hä? Kannst du erklären? Nee, ich verstehe es no joke nicht. Ich meine, was soll das? Als ob er jetzt zu jedem männlichen Freundin geht. Ist auch geil, dass Risos Arm genau auf der Höhe ist, wo ihr Mund ist. Keine Freunde, aber jetzt habe ich wenigstens einen Standard. Okay, das war auch wieder nur durch Gronks Reaction. Okay, das ist kein Problem. Kannst mir gerne schicken, falls du es nicht schon getan hast. Nee, noch nicht. Ja, aber ich bin gerade voll verwirrt. Als ob das so eine gute Frau ist, macht sich irgendwie... was soll denn das hier? Können wir uns nochmal richtig wegcringen? Ich freue mich! Noch mehr Cringe! Ruf die Not an! Freunde an und wenn die Freunde dann zum Beispiel was vom Tag erzählen oder so, dann nickt sie und sagt... Ach so, ja, sie nickt nur. Ich verstehe dich. Oh, und er gibt ihr ein Headpad oder was? Voll... Slay. Ich finde es wahnsinnig toll, dass sie nicht nur aufmerksam zuhört, sondern eben auch nickt dabei und zeigt, dass sie das so sieht. Okay, jetzt aber kurz Real Talk. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Pick Me zählt. Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie geht es ja schon so ein bisschen in diese Richtung von, guck mal, ich bin anders Dankeschön, als andere Frauen. Auf der anderen Seite Moment mal, wann gehst du jetzt ein Headbett? Was soll das? Das ist eine Anspielung. Du Blödi, du. Auf der Seite fühlt es sich schon so ein bisschen an wie so Classic Boy TikToks. Nur halt. Hört auf darüber zu lachen. Und habt ihr das gesehen? So ein Pick Me Boy TikTok. Ja, holy shit, wie sah das denn aus? Bitte macht auch solche Videos und schickt sie mir, danke. Ich bin anders als andere Frauen. Auf der anderen Seite fühlt es sich schon so ein bisschen an wie so Classic Boy TikToks. Nur halt in weiblich. Also alles nicht so klar definiert. Wo fängt es an? Wo hört das auf? Was aber definitiv ein Classic Pick Me ist, ist Folgendes. Was ist ein Classic Pick Me? Klär mich auf. Was sofort eine ganz andere Bedeutung ist so. Ist denn noch diesen Clip mit dem Hämmern, ey? Mann, ey. Ich mag ja den Stream so langsam überhaupt gar nicht mehr, mein Gott. Auf. Was aber definitiv ein Classic Pick Me ist, ist Folgendes. War ich die Einzige, die von der 5. bis zur 10. Klasse fast eigentlich immer nur bei den Jungs gechillt hat? Lady. Weil Jungs einfach nie gezickt haben. Die waren einfach immer nett zu einem. Und dann haben einen natürlich noch mehr Mädels gehasst. Aber ich wollte doch nur chillen. Ich glaube, das ist der Klassiker. Ja, das ist wirklich der klassische Pick-Me. Ich war nur mit Jungs befreundet, weil alle Mädchen waren doof. Alle Mädchen sind immer so zickig. Alle Mädchen sind immer so kompliziert. Lieber easygoing bei den Jungs. Das ist so ein Quatsch, ey. Zicker oder nicht? Oh Mann, Jungs waren immer so viel cooler und Mädchen immer so zickig und kompliziert. Come on. Und weil sie gefragt hat, ob sie die Einzige war. Natürlich,
Natürlich war sie die Einzige, die das so empfunden hat. Niemand genau. sonst ist so. Und niemand sonst wird jemals so sein. Du hast praktisch Pygmy erfunden, so wie alle anderen in den Kommentaren. Anne, versteht mich nicht falsch. Chillt gerne mit Typen, wenn ihr mehr mit Typen chillen wollt. Bei mir ist genau andersrum. In meinem Team sind die meisten Frauen, also hänge ich mehr mit Frauen ab. Das ist alles fein. Aber wenn man halt betonen muss, dass die anderen alle zickig sind. Ja, also das ist halt immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch, es gibt auch auf Reddit so ein Subreddit, das heißt Not Like the Other Girls. Also das, das sind halt so Frauen, die sagen so, oh, ich bin so anders als all die anderen Frauen, denn ich mache XY. Und ich sag mal so, wenn man irgendein besonderes Hobby hat, was auch für Frauen eher untypisch ist, ist das ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber das Einzige, was daran halt so richtig nervt, ist, dass man dann die anderen Frauen immer runtermachen muss. Also, dass die halt auch immer sagen, also wenn sie zum Beispiel gesagt hätte, ja, ich habe halt lieber bei den Jungs rumgehangen oder ich habe früher nur mit Jungs rumgehangen, dann wäre das ja eigentlich nicht schlimm. Aber noch dieser Zusatz, weil alle anderen Frauen sind zickig, weil alle anderen Frauen sind doof, das macht es halt so unangenehm. Wisst ihr, also die Tatsache, dass sie gerne mit Jungs chillt, ist ja eigentlich nicht schlimm. Aber dass die andere immer dafür runtermachen muss, um sich besser und höher zu fühlen, das ist halt das Doofe. Lisa Minecraft. Wir haben echt schon viele Insider, oder? Nice. So muss es sein. Danke, Kyun. Und kompliziert und man selbst ist die Ausnahme. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Die Definition von Pygmy, das schwingt dann auch immer so ein bisschen Abwertung von Frauen mit. Wie zum Beispiel auch hier. Warum sind pummelige Jungs immer so lustig, aber pummelige Mädchen immer so nervig? Okay, das ist eigentlich eine legitime Frage. Aber ey, wir haben heute eine Menge. Ich weiß jetzt, worum es geht, wenn man als Frau gepickt werden möchte. Deshalb jetzt meine Message an euch Frauen. Ich weiß, ja, dass es schwer ist, einen Mann zu finden. Von sich überzeugt. Vor allen Dingen, wenn man blond ist. Weil als blonde Frau kriegst du ja praktisch niemanden mehr. Die sind ja auch ein bisschen widerlich, ne? Aber ja. Ihr könnt an euch arbeiten. Seid nicht so nervig wie die anderen. Hängt gerne mit den lustigen, pummeligen Jungs ab, aber nicht mit den pummeligen Mädchen, weil die nerven. Die nicht. Denn Männer hassen nichts mehr als dieses ständige Gelaber von den Frauen. Lasst die Männer doch mal maskulin sein. Wascht ihnen die Wäsche, männliche kocht Männer. Ihnen das Essen. Seht immer gut aus dabei, aber ohne Make-up. Kein Fake-Shit, aber irgendwie schon Make-up und 7-mal das Outfit am Tag wechseln. Aber nicht so tryharden dabei, eher so auf Lock und denkt auch oft an Sex und kommuniziert das auch, aber nicht mit diesem Gelaber halt so an den richtigen Stellen. Denn dann werdet ihr gepickt von genau den richtigen Männern. Oh, stimmt. Ja, die Audience, die man da ja anzieht, ist ja auch nicht gerade First-Class-Audience, sage ich jetzt mal so. Aber vielen Dank für die nette Bedienungsanleitung, warte mal, für das nette Tutorial, wie ich mich jetzt zu benehmen habe, damit ich auch endlich meinen Traummann finde oder meinen zweiten Traummann. Das wird mir sicher viel, viel mehr helfen. Schon etwas gespoilert, aber wir gönnen uns mal die ganze Dröhnung. Okay, ich freue mich. Viel Spaß mit dem. Geile Männers. Dieser Clip, ey, what the fuck?